Hallo, hier ist wieder der Captain. Willkommen in Runde 94 vom Flavor E-Mail 67. Ich spiele mit Deutschland. Und wir haben diesmal wieder keine Einheit verloren, wie uns die Ereignisse zeigen. Jetzt in der 13. Runde des Krieges und wir haben anstatt eine Einheit verloren, wir haben sogar eine Beförderung bekommen. Und zwar an dieser Stelle Genauigkeit, den zweiten jetzt. Gut, was passiert sonst noch so? Auf der diplomatischen Ebene gab es zwar positive Rückmeldungen seitens Torgal und seitens Goodcat, also dem Franzosen und dem Engländer. Sie möchten ganz gerne bis Runde 130 den Vertrag, den Friedensvertrag, zu gleichen Bedingungen weiterführen. Gleichzeitig lehnt allerdings Torgal das Angebot hier ab. Offensichtlich hat er sich für jemand anders entschieden, denn sein Schwein, was ich wollte, ist nicht mehr verfügbar. So passt das also zusammen mit mir Frieden wollen, aber dann mit anderen handeln. Gut, was würde uns dieser Friedensvertrag, wenn ich ihn verlängere, bringen? Reden wir mal gerade offen darüber. Wir sehen hier das Land von England und von Frankreich. Und ich habe eh keinen direkten Kontakt mit ihnen. Kontakt würde wahrscheinlich eher über Schiffe hergestellt werden. Es würde bedeuten, dass ich weiterhin Genf haben dürfte als Verbündeten. Sie dürften allerdings diese drei hier als Verbündeten haben. Und wir würden weiterhin hier ungefähr die Grenze haben mittendrin. Und keiner würde weiter siedeln. Ich werde versuchen, dass ich das so umbiegen kann, dass sie mir erlauben, Genf nicht nur als Verbündeten zu haben, sondern auch zu erobern. Genf hat nicht nur Pferde, sondern Genf hat auch Wein. Und den Wein kann ich immer ganz gut brauchen. Außerdem liegt die Stadt eigentlich ganz günstig hier und ich könnte mit dem Fluss und so hier noch so einiges rausholen aus der Stadt. Mal gucken, was sie dazu sagen. Stelle scheint Genf auch zu haben. Was ich auch noch ganz gerne hätte in der Zukunft, aber da werde ich dann wohl mit dem Ägypter drüber verhandeln müssen, ist Hanoi. Der Stadtstaat Hanoi hat nämlich hier Wale. Und diese Wale würden auch ganz gut ins Bild passen. Dann hätte ich wieder eine Stadt mehr und ein Luxusgut mehr. Genauso wie mit Genf auch eine Stadt mehr und ein Luxusgut mehr. In dieser Form kann ich mich ausbreiten. Also die beiden Städte möchte ich noch ganz gern haben. Von dem, naja, Ägypter möchte ich eigentlich nichts haben. Der Ägypter hat so schlechtes Land hier. Das lohnt sich noch nicht mal zum Erobern. Das lohnt sich allerhöchstens, um platt zu machen. Oder als Blockland gegenüber dem Engländer oder dem Franzosen. Ja. Gut. Was machen die anderen so? Erstmal unsere Kultur. Ich darf wieder eine Sozialpolitik wählen. Und ich wähle diesmal die Meritokratie. Die gibt mir jede Menge Zufriedenheit. Und wenn ihr das richtig seht, von 11 steigen wir auf 19 Zufriedenheit. Das ist sehr schön. Und in 8 Runden, beziehungsweise nicht in 8, in 9 Runden, wobei das nicht stimmt, es müssen 10 sein, haben sie das goldene Zeitalter nicht abgerechnet. 10 Runden müssen es sein. In 10 Runden bekomme ich dann auch Kollektivherrschaft und dann ist Unabhängigkeit voll, wodurch ich meinen großen Ingenieur kriege, den ich will. So, ansonsten, was haben wir hier sonst so? Ja, machen wir mal nebenbei so die Bautrupps. Ja, diesen Bautrupp auch noch. Diesen Bautrupp hier auch noch. Gibt noch mal ein bisschen mehr davon. Und ja, wir gucken gerade mal mit unserem Schwerti. Wo ist hier einer? Nee, dann gehen wir dahin. Da ist er. Da ist also unser Spitzel da unten. Den Bautrupp hier unten ziehen wir auch gerade noch mal weiter. So. Und natürlich gehen wir noch mal zurück, denn wir wollen auch noch was bauen. In München könnte ich jetzt natürlich einen Hafen bauen, aber bei nur einem Fischfeld lohnt sich das noch nicht wirklich. Und ich könnte auch das Heldenepos bauen und die Eisenhütte. Möchte ich aber eigentlich auch nicht. Ich möchte ganz gerne Galeasse bauen, weil ich dann mit dieser Galeasse... Warum hat die eigentlich nur 3 Züge? Das verstehe ich nicht. Die sollte mehr haben, aber das kommt vielleicht dann noch. Mit der Galeasse möchte ich ganz gerne hier mal runterschippern an der Küste entlang, um hier ein bisschen aufzuklären, um ein bisschen zu zeigen, dass ich da bin.
und da weiterzukommen. Vor allen Dingen zu zeigen, dass ich hier auch Schiffe habe und dass er sich ganz schnell das abschminken kann, mich irgendwie mit Schiffen oder so anzugreifen. So, was machen wir sonst noch so? In Berlin machen wir natürlich nach der Schmiede auch Galeassen. Das ist ganz wichtig. Und in Hamburg, nachdem ich dann nächste Runde die große Moschee von Jenne fertiggestellt habe, werde ich hier dann den Garten bauen, um noch mehr große Persönlichkeitspunkte zu sammeln. Dann kriege ich meinen großen Ingenieur nämlich auch rechtzeitig hier. Gut. So, wie geht's weiter? Wir machen hier beim Krieg. So, und jetzt will ich hier nochmal ein bisschen kämpfen. Und zwar schauen wir erstmal mit dem Pferdchen einmal rüber, was da so anliegt. Und ich möchte natürlich diesen Composite-Bogenschützen angreifen. Momentan keine so gute Chance, obwohl er eigentlich ziemlich viel Schaden macht. Das erhöhen wir jetzt mal, indem wir jetzt noch diesen General nach vorne ziehen. Den kann ich nämlich bis hierhin ziehen, dann wirkt er. Und wenn man richtig schaut, an der Straße kann ich ihn noch zwei Felder weiterziehen. Die werde ich dann im Anschluss an den Kampf ihn zurückziehen lassen. So, um noch weiterziehen zu können mit dem Pferd, ziehen wir ihn auf die Straße. Die Straße gehört nämlich keinem und dann kann ich sie auch benutzen. Und greifen ihn jetzt an und mit dem Flankenbonus, dem Angriffsbonus und so weiter, bekomme ich hier sogar einen extrem guten Wert raus. Ja, 71, der ist fast tot. So, jetzt kann ich den hier noch zurückziehen, und zwar bis zu diesem Feld. Und den General kann ich sogar bis zu dem Feld zurückziehen, dann ist er wieder super geschützt. Gut, was machen wir ansonsten noch hier? In Sachen Angriff mache ich allerhöchstens noch da oben den anzugreifen, damit er den nicht anfängt sofort zu heilen. Wir ziehen einmal diesen Landsknecht bis ganz nach vorne. Und jetzt greifen wir hier einmal noch diesen Pikenier an. Ist zwar kein guter Angriff, weil das Pferd ziemlich stark beschädigt wird. Ist halt nicht gut gegen Pikeniere. Aber ich wollte den Pikenier nicht einfach so entkommen lassen. Jetzt hat er noch 12 Punkte. Dementsprechend muss er ganz schön weit erstmal nach hinten ziehen, damit er ihn nicht verliert. Er zieht ihn auf jeden Fall von der Front ab und muss noch eine Runde länger ihn heilen. So, das Pferdchen ziehen wir mal zurück, damit es nicht angegriffen werden kann. Was machen wir ansonsten hier? Wir müssen mal ein bisschen rumziehen, weil ich möchte ganz gern beim... Nach dem Upgraden der ganzen Composite-Bogenschützen möchte ich gerne, dass alle Composite-Bogenschützen auf Straße sind. Hier ist ein Bauernhof nur geplündert, das heißt, die Straße ist dort auch. Dann wollen wir die mal upgraden. Einer zur Armbrust, zwei zur Armbrust, drei zur Armbrust. Gut, wunderbar. Und was haben wir hier hinten noch? Noch ein Landsknecht. Wo packen wir den denn mal hin? Den können wir bis hier ganz hinten hinpacken. Dann steht er schon mal bereit hier ganz hinten. Kann nicht angegriffen werden, weil hier ein Fluss dazwischen ist. Und ich kann da einsehen und sehe auch, was da so hinten ist und auf den Hügeln drauf ist. So, jetzt haben wir hier noch unsere Bautrupps. Den Bautrupp können wir mal bis da vorne in das Zitadelle packen. So, die Einheit da drin wird verschanzt. Der General wird verschanzt, die Einheit wird verschanzt. Ich greife da jetzt nichts an. Die sollen alle erstmal heilen. Und der nächste General, den kann ich schon mal vorziehen. Den können wir bis hier vorne reinziehen. Nein, den ziehen wir bis... Wo ziehen wir ihn hin? Den ziehen wir bis dorthin. Weil von dort kann ich ihn nämlich als General immer noch ganz schnell... Zack, ein Feld darüber ziehen. Für den Fall, dass es doch nochmal irgendwo Zitadellen gibt. Kann ja sein, dass er dort noch einen General irgendwie bekommen hat und den schnell vorzieht und dann hier Zitadellen bastelt. Dann habe ich nämlich ganz schnell gar nichts zu tun hier. So, und was haben wir mit dem letzten hier? Den ziehen wir dann, den letzten Landsknecht aus dem Rückraum, den ziehen wir bis an diese Position. Denn der soll dann nächste Runde darüber gehen und dann kann er von der Seite ankommen. Da kreisen wir förmlich ein, weil er nämlich...
einmal von dort kommen kann, einmal von dort kommen kann und in der Mitte auch mit den Bogenschützen, mit dem Pferdchen dort, mit dem Pferdchen dort. Achso, wir haben natürlich noch ein Pferd hier hinten. Das ziehen wir ein bisschen ganz hinten hin. So. Mit dem kann ich vielleicht noch hier hinten versuchen, an sein Eisen zu kommen. Das wird er sicherlich nicht so einfach mehr schützen können, weil überall Einheiten sind. Und die werden überall gebraucht. Und da muss ich einfach mal so zack, 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 zack. Und dann bin ich da in ein paar Runden. Dann ist sein Eisen passé. Gut, was haben wir sonst noch? Ach, hier ist noch ein Bautrupp. Den ziehen wir auch nochmal vor. Der kann nämlich hier vorne auch anfangen zu bauen, zu reparieren. Besonders hier sowas wie diese Hügel. Dann hat nämlich auch eine Marionette ein bisschen Produktion. Weil die Marionette geht hauptsächlich auf Gold. Gold ist überall am Fluss hier das gleiche. Tja, nur dann benutzt es halt sowas hier anstatt diese fetten Nahrungsdinger, weil Susa muss nicht unbedingt wachsen. So, da hinten haben wir noch einen Landsknecht, auch nochmal nach vorne ziehen. Und jetzt unser Missionar, der soll am besten hier vorne Jerevan gleich mal bekehren, damit hier ein bisschen mehr Druck herrscht. Deswegen ziehen wir ihn dorthin, dann kann er nächste Runde mit seinen 4 Bewegungspunkten 1, 2 und bekehren und sich damit auflösen. Mehr bekehren kann er nämlich nicht. Gut, ansonsten gibt es eigentlich nichts mehr, außer hier noch dieses Barbarenlager einnehmen. Ich wollte es ja eigentlich als Trainingsobjekt benutzen, aber ein Bogenschütze da drin, das ist mir dann doch zu blöd. Und in ein paar Runden will ich da ja auch noch meine Stadt, eine Stadt hinsetzen. Ich kriege ja dann einen Siedler, einen kostenlosen. Und den möchte ich ganz gerne hier hinsetzen, weil wenn ich den Siedler dort hinsetze, verbindet er hier erstmal sehr schön das Land miteinander. Man kann da nicht mehr durch. Gleichzeitig habe ich einen Berg und jede Menge Nahrung und jede Menge Hämmer. Also hier habe ich schon mal zwei Nahrung und Hämmer. Zwei Nahrung, Hämmer, drei Nahrung, Geld. Jede Menge Nahrung, Geld. Das, das, das. Also jede Menge. Also druff auf den. Und das Lager geht weg. Ich kriege Geld. Ja, komm, Geld. Und ich kriege sogar einen Bogenschützen und 4 Kultur natürlich. Damit habe ich nur sogar noch einen Bogenschützen hier. Den kann ich inzwischen dann hier auch mal ein bisschen ausbilden. Beziehungsweise kann ich versuchen, hier einzusetzen als Südbewachung, den Bogenschützen. Gut, ja, mehr gibt es dann diese Runde wirklich nicht zu tun. Wir schauen kurz auf die Forschung. Ritterlichkeit in 4 Runden. Das ist wunderbar. Letzte Runde kam ja Maschinen. Wenn man sich mal anguckt, Maschinen. Sieht man auch daran, dass ich die Eisenhütte bauen kann, dass ich meine Armbrüste habe und dass ich natürlich schneller auf der Straße mich bewege. Dann wird demnächst, nächste Runde halt dann die Ritterlichkeit gemacht in 4 Runden. Danach Bildungswesen und im Anschluss dann Akustik und Druckerpresse. Je nachdem, wie weit die anderen sind, forsche ich Akustik und Druckerpresse halt nur an. Beziehungsweise kann ich auch direkt forschen. Jo, schauen wir auf die Punkte. Da hat sich nichts getan, außer Anma hat Theologie freigeschaltet. Aber das nützt ihm nichts mehr, weil ich nächste Runde sowieso die Moschee baue. Und er hat auch keinen großen irgendwas, denke ich jedenfalls nicht. Wo soll er den denn auch herhaben? Er hat ja nirgendwo Wunder und nichts. Was ist sonst so passiert? Good Cat hat noch eine 12er Stadt jetzt bekommen. Ja, und ansonsten ist wirklich nichts passiert. Demografie. Mein Demografiewert wird wieder gut. In ein paar Runden kriege ich auch wieder Wachstum und dann habe ich auch den Franzosen bei Bevölkerung wieder abgelöst. Militärwert wieder auf 85.000. Das habe ich den vielen Heilungen zu verdanken und dass ich mich auf meinem Geländefeld da festsetzen kann. Ach ja, und natürlich hier der gute Derboe hat plus 3 an Zufriedenheit nur noch. Obwohl er nur noch so wenig Städte hat, hat er auch nur noch plus 3 Zufriedenheit. Jo, dem wird bestimmt bald noch ein bisschen mehr Zufriedenheit fehlen. Das war's dann diese Runde. Mehr gibt's wirklich nicht zu tun und man sieht sich in Runde 95.